Ja, hallo Filmfreunde. Heute nehme ich euch mal kurz mit nach draußen. Ich wollte euch schon lange mal was zeigen. Es ist draußen schon dunkel, ist ein bisschen doof jetzt, ein bisschen creepy vielleicht, aber egal. Wir machen uns jetzt einfach mal. Ja, da muss ich jetzt mal gucken hier. Ein bisschen so. Ey, dazu. So, Moment. Raus. Moment. Wirklich dunkel draußen heute hier. Dann müssen wir jetzt erstmal hier an diesen hässlichen Kackbauten vorbei, in denen ich wohne. Will ja nicht umsonst hier wegziehen. Ja, zieh scharf mit der Kamera. Ich wollte euch das einfach mal zeigen und mal gucken, was ihr davon dann so haltet. So, also jetzt hier das Haus. Es ist jetzt richtig duster. So. Ja, hier ist mal Schiss, dass ich hier umknicke oder so, weil das hier ist so scheiße ausgeleuchtet. Okay. Oh. Fuck. Sieht man seine eigenen Füße nicht in der Dunkelheit. Ich muss mal runterfilmen. Muss ich jetzt, ne? Nee. Geil, oder? Hier kommt jetzt gleich eine kleine Treppe. Hier. Und da ist das, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, man sieht. Achtung. Ja, so, das war's dann auch schon. So, wieder zurück. Vorsicht. Hier ist Stockfenster hier hinten. Kotzen. So. Wohnung. So. Okay. Okay. So. Scheiß Hecke hier. Das Licht aufzulangen da drinnen. Ah, jetzt wird es noch gruselig. Achtung. Achtung. Ah, hat geklappt. Gut gegangen. So. Nee, nicht da rein. Hier rein. So. Gut. Ja. Ne? Also, das wollte ich euch mal gezeigt haben und ne? Das ist halt so, manchmal muss ich da hinten hin und... Alter! Hä? Ja, was? Was sollte das denn? Das war Found-Footage! So ein Schwachsinn. Schwachsinn? Ja, nicht überall, wo Found-Footage draufsteht, ist auch gleich was Gutes drin. Da hat er sowas von recht. Hallo liebe Filmfreunde, es ist mal wieder Zeit für ein weiteres Einzelfilm-Review. Ja, ich habe gerade, ich glaube, 80 Minuten meines Lebens, ja, für euch mal wieder sinnvoll verschwendet, sage ich immer ganz gerne dazu. Sinnvoll, weil ich euch auf diese Weise natürlich vor einem weiteren Meisterwerk da draußen warnen darf. Nun kommt noch ein bisschen was bei mir dazu heute, denn kennt ihr diese Tage, an denen man am liebsten direkt wieder ins Bett gehen möchte und das wäre dann auch im Endeffekt rückblickend die gute und bessere Alternative gewesen? So ein Tag ist heute. Also so ab Mitte der Woche hat nichts mehr bei mir geklappt, kann man sagen. Ein ganz lieber YouTuber oder YouTube-Zuschauer jedenfalls, der aber auch selbst, soweit ich jetzt das in Erinnerung habe, auch mal einen eigenen Kanal starten möchte, hat sich an mich gewandt und hat gesagt, ich habe da was für dich, was ganz Tolles, das schicke ich dir jetzt zu. Und ich habe mich total darüber gefreut, weil dann gab es ja wieder, würde es ja wieder ein neues Video auch für euch geben, ne? Ja,
Hat man auch sogar dann, das, als er abgeschickt hat, mit hier Sendungsverfolgungsnummer und alles. Und ich hab dann, ja, geil, toll, hat auch schon eine Idee für den Intro und alles. Glaubst du, das Ding kommt hier an? Also ich lasse, glaube ich, an eine Postverschwörung. Ich glaube ja, die Affen, die bei mir Daumen runter drücken, was mich eh nicht interessiert, das sind Leute von der Post. Und der liefert absichtlich jetzt nichts mehr an mich aus oder so. Nur um mich zu mobben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und jetzt hat es endlich heute geklappt. Natürlich genau in den 10 Minuten, die ich nicht da war. Also ich habe gestern schon den ersten Tag bei meiner Süßen verbracht, absichtlich da geblieben, damit das klappt, damit jemand da ist, wenn es klingelt. In der Postverfolgung stand 2 Zustellungsversuche. Nein, wir waren zu Hause, ihr Arschlöcher. Das war immer jemand vor Ort. Wir hätten das Klingeln 1000%ig gehört. Meine Süße hat eine, ihr habt sie ja im Intro, ihr könnt es dann in dem Intro dazu sogar sehen, die hat eine richtig fiese Klingel. Ja? Ja. Also ich verstehe es nicht. Und dann gestern, mittlerweile gestern, ja, da war es halt eben so, dass ich dann halt, ich habe eine Radiosendung noch, die ich da dreimal die Woche mache, und da war ich halt eben kurz hier zu Hause. Währenddessen war meine Süße aber auch bei sich zu Hause. Ne? Und dann gab es aber eine kleine Phase, in der sie zur Arbeit muss um 16 Uhr, und in der meine Sendung zu Ende ist um 16 Uhr. Und dann muss ich von hier zur anderen Wohnung 10 Minuten, 15 Minuten zu Fuß gehen. Und 5 Minuten, nachdem ich losgegangen bin, kam da auch der Postbote. Der weiß wahrscheinlich genau, was ich für Zeiten habe, und hat das abgepasst. Das ist Mobbing, da bin ich 1000% sicher. Das ist eine Verschwörung. Vergesst die NSA, die Deutsche Post ist viel schlimmer. So, egal, ich schweife mir völlig ab. Auf jeden Fall war ich deswegen so richtig schön angepisst, weil ich mir gedacht, Mann, ey, heute Abend wieder kein angenehmes Video zu drehen. Und ich habe das Intro schon fast fertig. Ich habe schon alle Szenen dafür im Kasten fast. Aber ich krieg diese elementare Szene nicht gedreht. Dieses eigentliche Unboxing natürlich, ne? Das ist zum Kotzen. Ich hasse sowas. Da krieg ich die Kratze von, echt. So, dann ist es noch so, dass der liebe Kiekassen auch noch so lieb ist und mir Polsterumschläge schenkt. Kommt auch noch dazu. Ne? Und er hat mir auch schon gesagt, das hat er schon abgeschickt. Kommt hier aber auch nichts an. Außerdem ist heute ja mittlerweile, haben wir den, gleich haben wir den 21. Aber heute am 20.03. kommt auch noch das neue Album von Majesty, das wir schon vor Wochen vorbestellt haben, in der Special Edition mit 2 CDs. Freue ich mich total drauf. Glaubst du, die ist heute angekommen? Nein! Warum bestelle ich den CDs vor? Wenn ich sowieso in den Laden latschen muss, wo jeder Hanswurst kaufen kann. Wofür ich natürlich hier in der Stadt weiterfahren muss. Ja, also ihr merkt, ich habe einen richtig schönen Hals. Da habe ich mir gedacht, Mensch, was machst du denn? Du musst diese Aggression kanalisieren. Herzlich willkommen zum Kanalisieren. Ich habe dann gedacht, ich guck mal einen Film, und wo ich weiß, der ist scheiße, den kannst du ausschimpfen. Und ich wusste, dieser Film ist scheiße, denn ich kannte ihn. Ich hab ihn mal irgendwann vor Ewigkeiten gekauft auf Verdacht und dann geguckt und dann, oh, es ist ja, naja, Found Footage. Damals war ich noch auf dem Trichter, Found Footage, oh, alle wollen sein wie Blair Witch. Ne? Und vor allem dieser hier will das. Und das fand ich eigentlich ein bisschen lame, ehrlich gesagt, anfangs. Bis dann so ein paar richtig kreative Found Footage Filme auf den Markt kamen, wie Wreck, die ersten interessanten, wie Wreck und Trollhunter, wo ich gesagt habe, wow, geil, okay, gut. Da gibt es noch mehr gut umgesetzte Ideen, und seitdem liebe ich das Genre sogar. Hier haben wir, glaube ich, den beschissensten Vertreter des gesamten Genres, also den Schandfleck. Den Schandfleck. Ja, im Genre Found Footage. Aber definitiv. Es gibt von The Asylum einen Found Footage-Film, der heißt Monster. Der ist qualitativ Galaxien besser als dieses Stück Scheiße von Film. The Dark Area. Es gibt diesen Film in einer digital remastered 2-Disc Special Edition. Warum? Fangen wir an am Anfang. Es gibt einiges über die ganze Sache zu erzählen. Ich habe mir jetzt hier ein Bier aufgemacht, ne? Ein Review-Bier. In diesem Fall das sogenannte Tannenzäpfle. Sehr interessant. Kenne ich nicht. Bin gespannt, wie es schmeckt, weil steht auch einiges Leckeres drauf. Wo habe ich denn jetzt mein Juppe? Da. Da steht, ich muss jetzt mal ein bisschen das Licht hier rüber beugen, kristallklares, weiches Brauwasser aus 7 Quellen in 1000 Meter Höhe, Qualitätsmalz aus der Region und deutscher Aromahopfen aus Tettnang und der Hallertau machen Rothausbier so wohlschmeckend. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das nur so lese. Ja, also, und es ist, deswegen habe ich das auch genommen, es kommt aus, oh, ist das dunkel geschrieben,
aus dem Hochschwarzwald. Und den schwarzen Wald möchte ich natürlich mit euch teilen, denn um den geht es in diesem Meisterwerk, das wir heute besprechen werden. Dieses Video wird wahrscheinlich auch etwas länger werden, denn ich lasse mir wirklich Zeit. Ich werde diesen Film nicht ausschimpfen oder zerreißen. Ich werde ihn mit meinem sprichwörtlichen Skalpell sezieren. Wow, das schmeckt geil. Holla, das haut ja rein. Wie wird denn das? 5,1, das muss ich mir merken. Das ist ja lecker. Sehr geschmacksintensiv und trotzdem, ja, sehr malzig. Das mag ich, da stehe ich drauf. Boah, ist das geil. Ich habe mir aber noch ein zweites Bier hier hingestellt. Ich habe mir neulich dreimal in einem von euren Paketen ein Münster geschenkt bekommen. Ich werde nämlich ein bisschen mehr Flüssigkeit brauchen für dieses Review, schätze ich mal. Also, lehnt euch zurück. Ich weiß ja, ihr hasst meine langen Videos, deswegen lehnt euch einfach zurück und enjoy. Gut, ich möchte anfangen mit einem Kommentar. Den habe ich auf OFDB bei meiner Recherche gefunden. Habe natürlich gelesen, mal gucken, was dann so die Kritiker darüber sagen. Und da finde ich doch neben den ganzen 1-2-Punkt-Bewertungen, aus Gnade wahrscheinlich, eine 9 von 10. 9 von 10 gegeben von einem User auf der OFDB mit dem klangvollen Namen Street Fighter. Das kann nur einer der Produzenten dieses Filmes sein. Ich kann es mir nicht anders erklären. Obwohl, wenn dem so ist, dann ist der blöd. Denn was der hier schon an Handlungsbeschreibung gibt, ist nicht wirklich korrekt. Es ist nur ein Kommentar, deswegen ist nicht viel, deswegen lese ich es mal vor. Eine Gruppe von Jugendlichen unternimmt für ein Schulprojekt eine Wandertour durch die Wälder. Nee, eigentlich nicht, aber naja, gut, okay. Doch leider merken sie schon bald, dass sie sich verlaufen haben und fangen langsam an durchzudrehen. Wir kommen ja noch zu dem Film. Die Story hört sich etwas nach Blair Witch Project an, ja, ist aber dennoch nicht zu vergleichen mit Blair Witch, da Dark Area ein paar eigene Ideen einfließen lässt. Nein, ist er als eigenständig zu bezeichnen? Ja, ich würde diesen Film definitiv als eigenständig bezeichnen. Ja, ja, gut, okay, gebe ich dir absolut recht. Eine hässliche Narbe am Arsch ist meistens auch eigenständig. Und durch die jungen, unverbrauchten Darsteller wirkt der Film sehr überzeugend und sehr spannend. Ist das hier vielleicht irgendwie ein Remake oder ein Original und es gibt dazu ein Remake und er hat das Remake vielleicht gesehen? Da habe ich jetzt nicht so tief recherchiert. Nein, gibt es nicht. Das hätte ich gesehen. Das hätte ich ganz klar gesehen. Ja, also sehr spannend. Ne? Also die Atmosphäre braucht sich auch nicht vor seinem großen Bruder, also Blair Witch, zu verstecken. Alles wirkt sehr düster, hoffnungslos und sehr emotional. Nicht. Ich kann Dark Area nur jedem empfehlen. Fazit: Dark Area wirkt durch seine guten Darsteller sehr überzeugend. Von mir kriegt der Film 9 von 10 Punkten. Street Fighter. Was fällt dir ein? Gut, okay. Dann legen wir mal los. Ich habe das erstmal alles gelesen, habe dann über die Darsteller und so weiter recherchiert und festgestellt, so viel Arbeit habe ich da jetzt nicht. Aber egal. Silberpapier, das ist immer ein Nachteil an solchen Buddeln. Ich muss immer hier das Silberpapier so runterknibbeln, weil mich das sonst an der Lippe kräuselt. Das kann ich nicht ab. Hasse ich. Ach. So. Viel besser. Also. So, und dann dachte ich ja nun, ja, ich bin jetzt mit der ganz, muss ich die Kamera jetzt normalerweise nach unten richten, tiefen Erwartungen an das Ding rangegangen. Fing dann aber überraschend gut an, mit einem sehr geilen Score und so die Credits, wie sich die Buchstaben immer so reindrehen, so rums, rums. Da dachte ich, was kommt jetzt, ein Van Damme Actionfilm? Das war so ein bisschen verwirrend auch irgendwie gleichzeitig. Wie gesagt, so dieses rum, dum, ich dachte, what the fuck? Kommt jetzt eine Hollywood-Produktion oder was? Also ich frage mich im Nachhinein wirklich, aus welchem Film denn dieser Score dreckig geklaut wurde. Vielleicht weiß das ja jemand von euch, denn das kann garantiert nicht extra für dieses Werk komponiert worden sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, dann kommen wir auch schon zur ersten Filmszene. Atemberaubend. Hohe filmische Kunst, diese Anfangssequenz. Ohne Scheiß. Ich verarsche euch ganz krass gerade. Also ja, wirklich, also man sieht einen Verhörraum, so einen Tisch, ja, und da sitzt ein Typ. So. Und der starrt.
So ins Leere so. So eine Minute lang. Vielleicht auch zwei. Dann geht die Tür auf, da kommt ein zweiter Typ rein und setzt sich hin und starrt den anderen an. Zieht sich die Krawatte zurecht. Sagt nichts. Eine Minute lang. Vielleicht auch zwei. Alter! Was soll das denn jetzt? Naja, egal. Auf jeden Fall sagt er dann irgendwie, er erzählt, sie haben irgendwie Videobänder gefunden. Ja, und die zeigt, er hat so zwei Videobänder dabei. Ne? Große VHS-Kassetten. So. Man mag mich jetzt Lügen strafen, ja, aber ich glaube wirklich, die allerersten Videokameras, mit denen man filmen konnte, waren groß genug und die musste man auch so schultern, wo eine ganze große VHS-Videokassette reingewichst werden musste. Die Kamera, die ich in meinen Jugendtagen hatte, da war die Kassette, die da drin, die dafür war, so klein. Heute läuft das alles digital. Und dieser Film ist, glaube ich, von 2000 oder so. Muss ich jetzt nachgucken, kommen wir ja später zu den Fakten. Also, what? Wart ihr noch nicht mal in der Lage, so ein paar kleine Kassetten aufzutreiben? Mussten es große VHS-Tapes sein? Naja, okay, gut. Ja, und, naja, okay, gut. Vielleicht ist ja auch der Kameramann in diesem Film, den man ja nie sieht oder nie wirklich sieht, Arnold Schwarzenegger oder so. Naja, egal, auf jeden Fall. Und hat deswegen so eine riesengroße Kamera auf der Schulter. Sei es drum. Auf jeden Fall hat man diese Videobänder, hat man jetzt irgendwie gefunden, die der Verhörer, der jetzt da ihn da verhört oder was, einlegt in so ein Videogerät und dann halt eben abspielt. So, und jetzt sehen wir also Found Footage, die gefoundete Footage, wenn man so will, ne? Gut, ja. Dann erstmal beginnt das typisch Found Footage gleich, irgendwelche Leute sitzen im Auto und stellen sich einander vor und fahren gerade irgendwo hin. Ne? Ist ja meistens bei solchen. So fängt ja eigentlich auch Blair Witch an. War das nicht auch so? Ich glaube ja. Wir haben André, Jasmin, Tobias, den Kameramann Oliver. Alles klar. Der Regisseur heißt nämlich Oliver Hummel, der den Film hier gemacht hat. Und die holen, sind gerade auf dem Weg, um für den fünften im Bunde abzuholen, der Stefan heißt und irgendwie ein Streber sein soll. So, also diese fünf Leute sind da jetzt unterwegs. Außerdem erfahren wir den Grund, warum sie unterwegs sind. Ne? Also die wollen halt in einen Wald. Die sind nämlich auf einer, wortwörtlich, Schlangenexpedition. Weil die Artenvielfalt der Schlangen in Deutschland, ne, die hat es in sich. Also wenn ich hier über Land spazieren gehe, überall Boas, Kobras, Anacondas, kann ich gar nicht retten von den ganzen Gewusel. Deswegen gehe ich auch nicht mehr spazieren. Ne? So scheiße, sehr scheiße, naja, egal. Ständig wirst du halb tot gewürgt, wenn du irgendwo die Straße langläufst. Ich meine, furchtbar. Gut, ja, auf jeden Fall sind sie auf Schlangenexpedition, um ja irgendwie für ihre Abschlussprüfung in was auch immer. Wird nicht weiter drauf eingegangen, ist auch egal. Es ist nur der Aufhänger, warum sie jetzt im Wald sind. Fertig. Ich persönlich hätte es ja ein bisschen realistischer versucht zu machen. Es gibt nämlich durchaus auch Studenten oder Schüler, die einfach Steine sammeln zum Beispiel sollen. Oder die gehört haben, vielleicht irgendwie in einem gewissen Waldgebiet soll man irgendwelche Fossilien finden oder so Versteinerungen oder was der Geier was. In irgendeinem Gebirge, am Fuß irgendeines Gebirges oder was der Teufel was. Keine Ahnung. Oder die wollen irgendwie Bäume oder Blätter sammeln. Kann man ja auch irgendwie naturkundemäßig. Oder Vögel. Hier, wie heißt das? Ornithologie oder wie heißt das da? War das richtig oder habe ich jetzt den letzten Scheiß erzählt? Ich weiß gar nicht genau. Ich kenne mich da auch nicht mit aus, denn ich bin nur ein blöder Hauptschüler. Aber ist auch egal. Selbst ich komme auf eine logischere Idee. Außer auf eine Schlangenexpedition. Naja, gut. Okay. Also Tobias fährt das Auto, ne? Und das ist übrigens auch der Typ, der im Verhörraum sitzt. Wir wissen also von vornherein, der überlebt. Schon mal ganz klar, weil der sitzt ja im Verhörraum, ne? Und der ist auch der Expeditionsleiter, wenn man so will. Ne? Also der führt irgendwie, der ist der Leiter der ganzen Sache da. Der die ganze Truppe da jetzt in den Wald führt. So, dann kommen sie dann auch im Wald an und latschen. Durch den Wald, durchs Laub, es raschelt schön und so, ja, minutenlang, ne? Die Kamera wackelt und zeigt Bäume und dann immer meine Schulter oder mein Hinterkopf und es raschelt schön. Alter, dann plötzlich Action, bam, wow, oh, what, Mann, hab ich mich erschrocken.
Da kommt irgendwie ein alter Sack, irgendwie so ein Vollbärtiger, und sagt dann da irgendwie sinngemäß, hier, dies sei Sperrgebiet. Und ja, ich bin verantwortlich für dieses Waldgebiet. Aha. Nee, ist klar. Und darum gehst du jetzt jeden Tag da spazieren, oder wie? Den lieben langen Tag, oder wie? Muss ich mir das jetzt vorstellen? Ist er hier der Försteralmöhi, oder wie soll das jetzt, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall berichtet er weiter, dass es da in dem Ort nachts zu gefährlich sei. Es sei zu viel passiert. Aha. Ja, spannend. Ja, was auch immer. Auf die Frage, was denn passiert sei, einer von den Fragen hat eben, ne, kommt er nur, du willst das gar nicht wissen. Doch, er hat dich gefragt. Er will es wissen. Logisch, oder? Du willst das gar nicht wissen. Er hat nur, also ich persönlich schätze, das war ein Fail des Schauspielers. Er sollte eigentlich laut Drehbuch noch so machen. Du willst es gar nicht wissen. Das ist nämlich ein Jedi. Ne? Dann wäre die wesentlich logischer gewesen, diese Szene. Gut, okay, also jedenfalls gehen die dann trotzdem weiter, ne, nachdem der dann weg ist da und der nicht mehr zu sehen ist, gehen sie halt eben weiter in den dunklen Wald herein, wo sie ja eigentlich nicht weiter reingehen sollten und so. So, dann kommen wir zu den Charakteren. Wie gesagt, das ist ja dieser Streber, der heißt, wie gesagt, Stefan. Und der hat ein Buch über Schlangen mit dem Titel Die Dschungelapotheke. Ja, gut. Und ja, André, das ist auch einer von die dabei sind da, ne? Und der hat irgendwie Alkohol dabei, irgendwie Schnaps, eine Pulle oder was, keine Ahnung. Und sagt er noch sinngemäß, ne, das ist meine einzige Apotheke. Ja, toll. Wir sind beim Prollhumor angekommen. Klasse, das wollten wir alle sehen. Gut, ja, dann sieht man wieder minutenlanges durch den dunklen Wald gestolpere. Die trinken halt eben Alkohol, hier gibt man einen Schluck und hier gibt man einen Schluck. Und, ja, und es fallen ganz tolle Sprüche wie, guck mal, der Baum, der guckt dich an. Soll das witzig sein oder was? Also man hat hier wirklich ein paar Affen, die mit einer Kamera durch den Wald gehen und sich dabei gegenseitig, oder einer von denen filmt sich, die filmt die anderen dabei. Ja, und dann gehen die durch den Wald. Und das ist es denn, oder was? Nein, nein, das wird natürlich noch viel, viel spannender, keine Frage. Nicht, aber egal. Ja, naja, man filmt dann auch ein abgesetzt, also dieser Eindruck, den ich jetzt gerade zuletzt vermittelt hatte, ne, der erhärtete sich dann in der nächsten Szene noch, dann filmt er da irgendwie rüber zu so einem abgesägten Baum, ne, hier der Oliver oder wie der Kameramann da heißt, und ruft ganz euphorisch, was ist das denn da oben? Ne, oh, ist nur vom Ast, sah komisch aus. Hatte man vielleicht vor, den Grusel so auf Verdacht einzufangen? Kann das sein? So, wir können ja mal durch den Wald, ne, im Dunkeln ein bisschen filmen, und wenn irgendwas Gruseliges da ist, dann filmen wir es und sagen, boah, ist das gruselig, oder irgendwie, und darauf bauen wir dann unsere Story auf. Oder so. So wirkte das in diesem Moment jetzt, ne? Gut. Als dann aber nichts Gruseliges zu finden war, hat man dann selbst was Gruseliges gebaut für diesen Film. Und haltet euch nachher fest, es wird atemberaubend, glaubt mir. Kann dieses Gesicht lügen? Gut, ja, es passiert weiterhin erstmal lange Zeit nichts. Ja, André ist dann irgendwann angetrunken, also der die Pulle da mit hatte, ne, der haut sich ja an die Binde da und was, ne, und irgendwann, und dann zicken sie sich gegenseitig an, du kannst hier, hör auf zu saufen, gib mir auch mal einen Schluck und so. Ja, dann nimmt er einen Schluck, man sieht dabei, wie er die Flasche ansetzt und die ist wirklich bis hierhin noch voll. Die ganze Zeit, hier gibt man einen Schluck und was ist denn das für Zeug? Und auch, und ist ja, oh, es wärmt schön von innen und ja, so hart ist das ja nicht. Und ja, ihr habt ja auch eigentlich getrunken, ihr Pfeifen. Und dann kommt noch der Spruch, nachdem man sah, aus der Flasche fehlt nichts. Ne? Ja, der André, der verträgt einiges, stimmt's? Nee, stimmt nicht. Aber egal. Gut, man beschließt dann halt eben eine Felswand zu suchen, wo die Schlangen ihre Beute reinziehen. Machen die das? Ja, kann sein. Gut, dann geht man eine Felswand suchen. Ich habe den ganzen Film über nur Bäume gesehen, aber macht nichts. Ja, Tobias fängt dann irgendwann an, also hier der Truppenführer und so will, rumzuzicken, weil er von den anderen als schlechter Führer bezeichnet wird. Ja, schlechter Führer! Ne? Ja, furchtbar, oder? Naja, dann, weil er sagt, er kennt den Wald halbwegs. Er hat nur gesagt, er kennt den Wald halbwegs und es könnte ja sein, dass man da Schlangen sieht. Und das hat ihn dann zum Gruppenführer gemacht, ja? Dass er gesagt hat, ja, ich kenne den Wald da so halbwegs, bin da mal durchgelatscht. Kann sein, dass da Schlangen sind. Oh ja, wir machen eine Schlangenexpedition, um unsere Abiturnoten aufzubessern damit.
Prost. Gut, auf jeden Fall, ja, zickt er eben jetzt irgendwie rum deswegen, weil sie ihn jetzt sagen, da, du bist ein schlechter Führer und du führst uns hier ins Dunkel und ist nix, wir finden hier einfach nix, mittlerweile ist das dunkel draußen, jetzt hast du aber schon unterwegs, fahren das Scheiße, naja, okay, gut. Auf jeden Fall geht's dann weiter mit, damit, dass sie erstmal sagen, so komm, wir müssen unsere Gemüter erstmal abkühlen und eine Pause machen. Also machen sie Pause und plötzlich hört man aus der Ferne so ein metallisches Schlagen, so mit so Echo, ne, so das klingt so, als wenn du eine Axt nimmst und gegen Ziegelstein der Bass so klong, 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 klong. So hört man nur einmal das Geräusch so, ne, so, ja, irgendwie so, was war das, hohoho, gruseliges Geräusch, ich weiß gar nicht, ob man es nur einmal jetzt hört oder zweimal, auf jeden Fall, egal, auf jeden Fall beschließt Tobias danach, als man das Geräusch nicht mehr hört, die Gruppe zu trennen. Wir teilen uns jetzt auf in zwei Gruppen, André, hier, gluck, 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 ne, unser harter Säufer, der nichts trinkt, soll mit dem Streber Stefan und seinem Dschungelapothekenbuch da irgendwie alleine weitergehen. Und die drei in die Richtung. So irgendwie. Das beschließt Tobias jetzt, weil er ist ja der Truppenführer hier, ne? Alter. Ja, und im Nachhinein erfahren wir dann, als Oliver, der Kameramann, ihn dann fragt, was soll denn das denn jetzt und warum hast du das gemacht und so. Ja, der säuft mich ja zu viel, ne? Der ist ja nur am Saufen und der bringt uns ja sowieso nichts mit dem da. Irgendwie so sinngemäß, ne? Irgendwie so. Gut, ja. Ja, eine knisternd raschelnde Waldlaufmeile später schreit Jasmin plötzlich, da ist irgendwas, sie scheint irgendwie jemanden zu sehen und auch Tobias ruft, hallo, nur antworten Sie doch! Und er schwenkt natürlich auch Oliver mit der Kamera rüber in den Wald und man sieht, nichts, man sieht nur graues Rauschen, also ich habe niemanden gesehen. Dann schwenkt er zurück auf Tobias und wieder rein in den Wald, er ist verschwunden, wer ist verschwunden, da war schon gerade eben niemand. Weil ihr habt so eine fucking Rotzkamera mit so einer abgewichsten Scheißqualität, dass man schon vorher nichts gesehen hat in der völligen Dunkelheit. Pussys! Prost. Ja, also auf jeden Fall, das war dann auch wieder eine sehr sinnvolle Aktion. Ja, Tobias läuft dann dieser Person hinterher und als sie nicht mehr zu sehen ist, ne, also nachdem er, der ist verschwunden, und dann läuft Tobias halt über den Wald rein, brüllend. Naja, dann kommt er dann wieder und, das ist erstmal eine super Idee, ne? Ich meine, das ist eine mysteriöse Gestalt im Wald. Hoho, gruselig. Jetzt laufe ich dir mal brüllend hinterher. Auf jeden Fall kommt er dann zurück und sagt, er hat niemanden gefunden. Ja, gut, toll. Ja. Spannend, sinnvoll. Ne? Ich meine, wenn er jetzt wegrennt und da hinterher brüllend hinterher rennt, dann ruft das bei mir als Zuschauer doch die Emotion vor. Oha, jetzt rennt er dem hinterher. Wenn dem mal jetzt nicht was passiert. Und dann kommt er zurück und dem ist nichts passiert. Das ist einfach langweilig. Plötzlich im nächsten Moment tauchen André und Stefan wieder auf, die ja eigentlich weggeschickt wurden. Und Tobias berichtet dann von der Gestalt mit einem Beil in der Hand. What? Er hatte sogar ein Beil in der Hand, so die Details waren da gar nicht zu erkennen. Da war nämlich überhaupt nichts zu erkennen, aber egal. Aber naja, auf jeden Fall weiß auch ich dann jetzt, was da angeblich gestanden hat. So, ja, und es wird dann beschlossen, zum Auto zurückzugehen. Das ist uns alles zu viel, das ist Schluss jetzt, das ist genug für eine Nacht und für einen Tag. Wir gehen jetzt zurück zum Wagen. So, gut. Ja, dann geht's weiter mit raschel, 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 Laub rascheln, Laub rascheln, Laub rascheln, raschel, raschel, knister, knister, knack, raschel, 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 Auto. So, das ist beim Auto angekommen. Also wirklich minutenlang, ohne Scheiß. Das ist unerträglich in diesem Film, ohne Quatsch. Es passiert minutenlang nichts. Du siehst ein völlig verrauschtes, dunkel wackelndes Bild mit Bäumen, die irgendwie rumwackeln. Mehr nicht. Und hörst dann eben die raschelnden Schritte im Laub. Merk mich, das ist alles. 90% des Films. Na, auf jeden Fall kommen wir dann, es ist wieder Tag, der zweite Drehtag. Tag, ne? Und ja, es geht dann weiter mit raschel, 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 Alter, naja, raschel, 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 dunkel. Also, der Tag ist vergangen. Das ist richtig so, what? Was zum Teufel? Der Film hat null Gehalt bisher. Leider bleibt das so. Naja, gut. Ja, nach kurzem Gezicke wiederum unterwegs, ne, wegen der Gestalt, die ich nicht gesehen habe, ja, trennen sich André und Stefan dann erneut von der Truppe. Also, ja, ich frage mich langsam, was machen die beiden denn? Warum trennen die sich denn jetzt schon wieder von denen? Haben die sich vielleicht füreinander entdeckt und knutschen jetzt unter irgendeiner Tanne und machen Popo-Sex mit Tannenzapfen oder so? Ich will es gar nicht wissen.
Auf jeden Fall trennen die sich erneut von der Gruppe. So. Ja, ja, dann macht es plötzlich plopp und da ist dann plötzlich wieder dieser Mecker-Opa von Anfang da, ne? Und irgendwie, ja, ja, und viel zu gefährlich und bla bla bla, blubber blubber, Fasel Fasel ist er da wieder bei, ne? Und als er dann erfährt, dass die Gruppe nun wieder getrennt ist, meint er dann irgendwie, die sollen sofort verschwinden und er selbst sucht jetzt die zwei, die beiden anderen da, also, wie hießen die jetzt noch? Ich muss mal kurz zurückscrollen, den Namen. André und Stefan, genau. Und das sei jetzt seine letzte Warnung, ne? Sagt er dann noch und dann geht er los. Ja, jetzt wird Papa aber langsam böse, so. Haha. Pass bloß auf, Almöhi kann mit toten Ziegen werfen. Hm. Gut, ja. Dann Jasmin meinte noch, ne, lass uns doch im Auto auf die beiden warten. Danke. Der erste vernünftige Satz in diesem Film mit halbwegs brauchbarer Logik ist endlich gefallen. Trifft natürlich überhaupt nicht auf Gegenantwort. Also die beiden reagieren da nicht mal drauf. Ne, dass ich nicht, dass sie irgendwie einen Grund sagen, nee, lass mal lieber weiter suchen hier und hier ist die Chance größer, dass wir vielleicht eben doch auf die stoßen oder so. Nein, es wird einfach nichts gesagt. Jasmin sagt, lass es doch im Auto auf die beiden warten und keine Sau reagiert. Das ich meine, klar, sonst wäre der Scheißfilm ja auch zu Ende. Ne? Gut, okay, wahrscheinlich oder jedenfalls, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Naja, jetzt wollen sie halt eben auf der Karte mal nachgucken, wo sie denn sind. Ja, blöderweise hat die aber Stefan, der ja gerade nicht da ist. Ihr Deppen. Aber egal. Ja, Oliver, also hier unser Kameramann, macht dann jetzt das Licht von der Kamera aus, um Batterie zu sparen. Die Folge, erstmal Schwarzbild und unser Hauptdarsteller und Held, das Rascheln. Alter Falter, wirklich fast eine Minute nur Schwarzbild, raschel, 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 raschel. Oh, The Dark Area hätte man auch das Rascheln nennen können, oder? Das Rauschen im Walde oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall. Plötzlich brüllt Tobias rum. Und das entdeckt er plötzlich auch für sich, für den Rest des Filmes, Tobias. Das Rumbrüllen. Irgendwie, Oliver soll die Kamera ausmachen. Also er hat sie mittlerweile wieder angemacht, ne? Und dann irgendwie, mach die Kamera aus! Ja, dann wieder minutenlanges Schwarzbildgeraschel. So nach dem Motto, es war doch nicht genug jetzt gerade mit dem Schwarzbildgeraschel oder was? Oh. Naja. Dann meint Tobias, da ist was. Und schon geht die Kamera natürlich wieder an. Ne? Er soll auch Licht anmachen, mach mal Licht an. Ne? Und ja, okay. Und ja, dann sehen wir den berühmten Axtmann. Ne? Diesmal sieht man ihn tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen kurz, ne? In dem ganzen Gewackel von der Kamera da. Und alle fliehen rennend in den Wald. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, brennend, aber dann wäre nächstes Mal los gewesen. Gut, okay. Ja, dann irgendwann stoppen die dann wieder, sind dann leicht erschöpft und Jasmin jammert erstmal rum, wir werden hier alle sterben. Ja, und Oliver, hier unser Kameramann, fragt dann noch, wer ist das, warum tut er das? Also der Typ mit der Axt. Was tut er denn? Er ist doch nur da. Was hat er denn getan? Er steht da. Und vermutlich hat er eine Axt in der Hand, oder was? Die habe ich auch bei der zweiten Szene jetzt nicht wirklich erkennen können. Aber egal. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Holzfäller, der angepisst ist über scheiß Deppen, die in seinem Wald rumrennen und ihn bei seiner nächtlichen Arbeit Teenager-Barbecue herstellen, stören. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sieht man immer wieder, also auch sowieso, die ganze Machart des Films geht mir mittlerweile einfach nur noch auf den Sack. Die Kamera zieht ständig Unschärfe, aber ganz massiv. Man sieht teilweise sekundenlang gar nichts, außer nur verschwommene Schemen, weil die Kamera einfach nicht die Schärfe fokussiert. Also das muss das letzte Rotzding gewesen sein, was sie da verwendet haben, aber vielleicht soll das ja auch irgendwie cool oder authentisch dann sein. Das Bild ist rauschig wie ein Schneebild, wie beim Bildausfall oder Sendeausfall vom Fernseher oder so. Und schwammig hoch 10, die ganze Qualität vom Bild. Man sieht nur die halben Köpfe von den Darstellern. Heißt irgendwie, der Kameramann hält ständig die Cam zu hoch und man sieht dann immer irgendwie nur hier so viel. Mehr sieht man nicht von den Köpfen, von den Darstellern. Was soll das? Wie scheiße ist das? Ich meine, hatte der da noch nicht mal an seiner Kamera einen Sucher? Oder irgendwie hier, wie bei so einer Digitalkamera, so ein kleines aufklappbares Fenster, wo man sieht, was man filmt? Und dann war es hinterher scheiße. Auch nö, jetzt gehen wir nicht wieder nochmal einen Abend in den Wald und filmen das alles nochmal vernünftig. Wir lassen den Scheiß jetzt so ein Kacke, wie er ist. What? Alter! Naja, egal. Auf jeden Fall. Ja, also die Qualität ist echt einfach nur toll. Echt geil und so, ne? Also. Macht Spaß. Ja. Gut, bei einer Pause an einem Baum mal wieder, ne? Hört man in der Ferne dann wieder, hört man dann plötzlich einen Schrei und direkt gefolgt von diesem Schrei metallisches Schlagen.
Also, klong, 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 klong. Mit Echo. Ne? Der Schrei nicht, also der Schrei hat kein Echo. Aber das metallische Schlagen, das hat ein Echo. Woran mag das wohl liegen? Vielleicht daran, dass das Geräusch übrigens ein Off-Sound ist, also ein Archivgeräusch offenbar, das mal irgendwo aufgenommen wurde und dann irgendwie verwendbar ist und das kann man dann immer wieder in die Filmdatei einfügen irgendwie. So wie ich das mache mit meinem Knall, wenn der Ninja in meinen Intros auftaucht. Das ist auch nur ein Geräusch, das ich ein bisschen bearbeitet habe, ein bisschen dunkler, ein bisschen lauter, ein bisschen Metall, ein bisschen länger. Den habe ich mir so gespeichert und dann kommt immer, wenn ein Ninja auftaucht oder ein Paket. Ne? So ein Standardgeräusch ist das auch. Was klingt immer exakt gleich und es hat auch immer den exakt gleichen Echo-Nachhall. Ne? Dumm nur, dass der Schrei davor keinen Nachhall hatte, aber egal. Also das Echo funktioniert nur bei metallischen Schlägen und nicht bei menschlichen Stimmen offenbar. Hm, das ist komisches Echo. Das ist aber sehr launisch, das Echo da bei euch in euren Wäldern. Gut. So, jetzt kommt der Burner. Achtung. Man geht erst halt eben gucken, was das für Geräusch war, ja? Und im Waldboden stecken Äste, die eine 5 bilden. Wisst ihr, was ich meine? 4 Äste stehen gerade jetzt im Erdboden und ein anderer so quer drüber. So ein bisschen schräg im Ast. Stecken so im Fußboden. So mannshohe Äste, große Äste, wenn man so will. Wurden da an den Boden gesteckt, ja? So. Ich hab ja schon gesagt, damit überhaupt irgendwas Gruseliges in diesem Wald unterwegs ist, muss man jetzt ja selbst was bemühen und dafür aufbauen. So, auf jeden Fall schreit Tobias vor Schreck, als er das sieht. Und ich so, was ist das? Und Oliver antwortet, sieht nach irgendeiner religiösen Stätte aus. Was? Eine religiöse Stätte? Die Religion der 5 Striche oder was? Oder die Religion der, ich kann nicht gerade auszähler oder was ist das für eine Scheiße? What? Alter, ja, voll religiös, so eine 5, ey. So eine 5-5 da, oder was das, wie nennt man das überhaupt? Ist das für eine Bezeichnung? Ist mir auch scheißegal. Auf jeden Fall voll geil. Tobias brüllt dann noch weiter, oh mein Gott, was ist das? Und ich möchte ihm antworten, Stöcke im Boden, du Arsch, halt's Maul. Oh, das tut gut. Gut, nur so eine kleine Randanmerkung. Prost. Naja, sie gehen halt eben von dieser religiösen Stätte des Grauens zurück zu ihren Rucksäcken, die immer noch am Baum Pause machen. Ne? Kurz wird auch gedacht, wo sind unsere Rucksäcke? Wo sind unsere Rucksäcke? Die sind aber nicht verschwunden und irgendwie verschleppt worden von irgendeiner mysteriösen Gestalt, was tatsächlich ein bisschen gruselig wäre oder creepy. Nur, die liegen immer noch da. Da haben sie nur erstmal nicht gefunden und jetzt dann doch. Voll geil. Gut, auf jeden Fall, kaum sind sie bei den Rucksäcken angekommen, hört man nochmal zweimal dieses hallende Schlagengeräusch und dann war es das auch erstmal. Die beschließen dann, an diesem Baum zu bleiben und die Kamera erstmal auszumachen. Ja, zwischendurch hört man nochmal ein Schlagen und Oliver beschließt, ich gehe jetzt mal allein nachsehen. Ihr bleibt einfach mal hier und ich gehe jetzt mal nachgucken, was das halt überhaupt ist. Geile Idee, jetzt wird's aber spannend, wa? Nein, leider nicht. Warum? Ja, ein paar wackelige Baumszenen und ein Astknacken in der Ferne. Später kommt er schon wieder zurück zu den anderen beiden und sagt, ich hab nichts gefunden, die Geräusche haben aufgehört. Ach echt, du bist ja auch gerade mal 5 Meter gelaufen, du Affe. Also ich meine, eins muss ich sagen, ich habe bei diesem Film wirklich viel gelacht. Wirklich, ohne Scheiß. Ich glaube, wenn ich schon beim Film Bier getrunken hätte, dann würde ich jetzt hier immer noch Tränen in den Augen haben vor Lachen. Ich weiß es nicht genau. Würde eben auch, vielleicht auch vor Schmerzen eher. Ich habe keine Ahnung. So, am nächsten Morgen, also es ist wieder Tag, ne? Da ist Jasmin verschwunden. Und das Geile an der Szene ist, die Kamera geht an und beide, also sowohl Oliver als auch Tobias, sind im Liegen zu sehen, wie sie noch schlafen. Und ohne Jasmin aufwachen. Wo ist denn Jasmin? Wo ist denn Jasmin? Ja. Wer hat die Cam angemacht? Ein wilder Regenwurm oder was? Naja, gut, okay. Ich muss dazu sagen, es stellt sich heraus, dass Tobias eingeschlafen ist auf der Wache. Ne? Also er sollte halt eben Wache halten, ist dabei aber eingepennt. Und als er dann sagt, also Oliver zu ihm sagt, ja, wieso bist du eingepennt oder was? Ne? Da sagt Tobias dann noch, ja, kann ich da was für? Ja, du bist eingeschlafen, du Wichser! Du kannst da was für!
Was ist das für eine Frage? Naja, auf jeden Fall erfahren wir jetzt in der nächsten Szene, hat eben die Kamera läuft schon seit einer halben Stunde, wie Oliver bemerkt. Warum auch immer, Jasmin hat sie offenbar eingeschaltet. Und man weiß nicht genau wieso, ne? War total mysteriös und so. Gut. Aber vielleicht war es ja auch nicht Jasmin, vielleicht war es auch irgendjemand anders oder so. Man weiß es nicht genau. Naja, auf jeden Fall gehen beide jetzt los. Und Oliver sinniert halt eben, die Kamera läuft seit einer halben Stunde. Wer auch immer sie angemacht hat, kann noch nicht weit sein. Doch. Also ich gehe in 30 Minuten mindestens. Wenn ich gemütlich gehe, 2 Kilometer, wenn ich schnellen Schrittes gehe, 3 bis 4 Kilometer sogar, dann bin ich schon ziemlich weit weg, da wirst du mich bestimmt nicht finden, vor allem nicht in einem Wald ohne Karte. Also was soll der Scheißspruch? Na gut. Und abgesehen davon habt ihr es ja mit einem Axtmörder zu tun, der sich wahrscheinlich in den Wäldern sowieso auskennen wird, wie in seiner linken Westentasche. Der wird also mittlerweile schon wahrscheinlich 10 Kilometer entfernt sein oder so. War der auf dem Flugzeug? Der ist ja schon in China. Ich weiß es nicht. Egal. Oh. So, Tobias meint dann jetzt, ne, es war nichts zu hören. Die ganze Nacht über war es totenstill im Wald. Deswegen sei er umgepennt. Ne? Eingepennt. Ne? Ja, nee, es war die ganze Nacht totenstill im Wald. Und der Schrei in der Ferne und die metallischen Schläge und dein blödes Rumgebrülle, du Affe, die hat man nicht gehört oder war es totenstill. Finde ich, ist was anderes. Aber naja, weil ich spiele es deswegen nur darauf an, weil er sagt, die ganze Nacht. Nein, die letzten 2-3 Stunden, die ihr einfach gepennt habt, bevor es morgen wurde, ja. Ne? Und deswegen bist du eingepennt. Ja, der hätte es aber auch so sagen müssen. Mann, wie schlecht ist das Ding denn geschrieben? Man kann doch nur. Es ist doch nicht so schwer zu sagen, ja, bevor ich eingepennt war, war das nur noch so still im Wald, ich habe noch nicht mal irgendwelche Tiere oder Wind gehört, dann bin ich einfach eingepennt, ne? Und fertig. Aber nicht, ich habe die ganze Nacht war es totenstill im Wald. Was für ein Quatsch. Abgesehen davon, in keinem Wald ist es totenstill. Glaubt mir, ich war schon alleine im Wald, auch schon nachts. Und es war auch nicht schön. Und es war nämlich auch nicht totenstill. Im Gegenteil, Freunde. So, gut. Naja, jedenfalls sucht und ruft man jetzt im Wald hinein nach Jasmin, ne, ohne zu wissen, wo man denn überhaupt ist, weil keine Karte, doof gelaufen. Ja, dann finden sie halt dann plötzlich wieder diese Strichstockliste und stellen fest, oh Mann, wir sind im Kreis gelaufen, jetzt sind wir schon wieder da an dieser Strichliste hier, die da aus Stöcken besteht. Ja, oh Mann, so ein Scheiß, huch, es fehlt eine Querstange, es sind nur noch 4 Stöcke, die gerade im Boden stehen. Jo, und über den habe ich jetzt dann auch endlich mal gesehen, tatsächlich über den Stöcken irgendwie vom Baum herab hängt irgendwie so ein Holzgetüttelkrams oder so, irgendwas zusammengebundenes aus Ästen und Stroh oder so, was keine feste Form hat irgendwie. Ich habe jedenfalls nichts erkennen können. Ja, okay, ich nehme es zurück. Definitiv eine religiöse Kultstätte. So, weil da hängt irgendwie aus Holz was zusammengebunden ist. Das müssen religiöse Fanatiker gemacht haben. Ganz klar. Keine Frage. Also ich nehme alles zurück. Gut. Ja, als Oliver dann meint, das sei vielleicht ein perverser Scherz alles hier, ne, was da hier abgeht, ne, da flippt Tobias schon wieder halb aus und fängt schon wieder an rumzubrüllen. Das ist doch kein Scherz, wenn hier plötzlich eine Stange fehlt. Ja, es ist jetzt auch die große Katastrophe, dass dir jetzt eine Stange fehlt. Voll Horror, dass deine Stange fehlt. Wie kann es denn sein, dass deine Stange fehlt? Da war doch in der Nacht noch 5 und jetzt sind es nur noch 4. Wie grauenerregend. Der Waldopa, ne, der hatte übrigens einen Hund, den hat man nicht gesehen, aber er sagt einmal ganz kurz, irgendwie, komm, aber er hat wohl einen Hund dabei. Vielleicht hat er auch einfach Stöckchen geholt und deswegen fehlt dir eine Stange. Schon mal drüber nachgedacht, ihr Affen? Oh, ja, gut. Ja, dann hört Tobias plötzlich Stimmen. Er sagt immer, hey, Hartmann, warte mal. Hörst du das? Ich höre Stimmen. Ja, ich höre auch Stimmen. Also ich hab auch eine Stimme gehört. Nicht in dem Film, sondern hier in meinem Kopf. Er hat immer wieder gesagt, mach den Scheißfilm aus. Mach den Scheißfilm aus. Und ich habe immer gesagt, nein, ich muss das reviewen, ich habe es versprochen, ich habe es dem DVD-Madness versprochen. Übrigens, ich hasse dich aus tiefster Seele für diesen Film. Nein, Spaß. So, und gut, ich hoffe ja, dass er jetzt gerade laut lacht. Gut, okay, also,
Dann kommen wir jetzt, ganz wichtig. Wir kommen zum Spoiler, ne? Ich habe immer noch nicht mal zweites Bier auf und fange schon mit dem Spoilern an. Wow. Also heißt, ich habe jetzt hier das Cover in der Hand, gleich lege ich es aus der Hand und dann beginne ich das phänomenale Ende des Films zu erzählen mit dem Plot-Twist der Filmgeschichte. Und wenn ihr das nicht hören wollt und euch dieses großartige Werk nicht verderben wollt, dann macht ihr den Ton so lange aus, bis ich das Cover so wieder in den Monitor halte. Und Moment mal eben. Für dieses abschließende Kapitel mache ich mir jetzt noch das Ding hier auf. Hat nicht gefummt, ich weiß. Es liegt daran wahrscheinlich, weil die seitlich bei mir im Kühlschrank liegen dann. Ich schätze mal, daran liegt, dass das die Dinger nicht knallen, oder? Kann mir einer erklären, warum das so ist? Weil das Bier ist super. Das liegt nicht am Bier. Oh, das liegt mit Sicherheit nicht am Bier. Oh, das ist geil. Okay, Spoiler. Inzwischen ist es wieder Nacht. Also wie gesagt, zuletzt hat Tobias Stimmen gehört. War aber wohl nicht. Oder doch, oder wie, oder was, keine Ahnung. Auf mittlerweile ist wieder Nacht. Ist wieder dunkel. Und die beiden finden dann André, den Vermissten, ne? Der hängt tot kopfüber vom Baum. Baumelt da irgendwie so, ne? Und Tobias kriegt wieder einen Brüllkrampf. Und schon fragt, wer macht denn sowas? Die unfreiwillige Komik der Dialoge sprengt mittlerweile also alle Grenzen. Ich musste wirklich laut lachen, als einer sagt, wer macht denn sowas? Verdammt nochmal! Oh, zu geil. Auf jeden Fall, irgendwie neben dieser grauenvollen Todesstätte des blutfreien Körpers, der da über den Boden baumelt, stecken zwei Stöcker im Boden, ne? So, man findet da auch noch Stefan Stirnband, also Stefan ist offenbar auch verschwunden, ne, der andere von den beiden. Und man schließt aus der Situation, da stehen noch zwei Stäbe, zwei Überlebende. Also stand jeder Stab für einen noch Lebenden. Na, jetzt sind sie noch zwei, weil stecken die noch zwei Stäbe im Erdboden. Ja, macht irgendwie vielleicht tatsächlich sogar Sinn, wenn es da wirklich einen Killer gibt, der auf diese Weise jetzt runterzählt, wie er abschlachtet. Und in der direkt nächsten Sekunde wird diese Aufklärung der Stäbe ad absurdum geführt. Denn direkt als nächstes hören wir Jasmin in der Ferne schreien. Erstmal hört man natürlich wieder Metallschlagen, klong, 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 und dann Jasmin schreien irgendwie. Ja, das passt jetzt aber wieder mit dem Stock nicht mehr zusammen, weil die lebt dann ja noch, oder? Noch ist die ja nicht tot, oder? Ich meine, what the fuck? Naja, gut, okay. So, Tobias, unser Brüllaffe, ist mittlerweile zum Oberknaller mutiert und brüllt Jasmin! Und meint direkt danach zum schweigenden Oliver, also erstmal so Jasmin! Und sagt dann zu Oliver, der die Kamera ja nur hält, sag mal ruhig, mach die Kamera aus! Ja, wer brüllt denn hier den halben Film? Oliver bestimmt nicht, du Pisser. Also, boah, Alter, ging mir dieser Mensch, ging mir dieses Arschloch auf den Sack. Ehrlich. Holla, die Waldfee. Ja, die Waldfee, die habe ich in dem Film vermisst. Die Waldfee, die den Film zu Ende zaubert. So, auf jeden Fall, ich bin alles in der mein Kreuz. Also er soll die Kamera jetzt ausmachen, ne? So, und irgendwie läuft übrigens immer, wenn die Kamera aus ist, trotzdem der Ton. Man hört trotzdem noch die Geräusche und was so gesagt wird und so. Ich vermute mal, die ist defekt. Der Ton, der wird weiter aufgenommen. Also das Ding stoppt nicht wirklich, oder? Wenn er dann sagen würde, mach mal das Licht aus, weil die Kamera hat ein Licht, das man an- und ausschalten kann, damit man damit nachts filmen kann. Das ergäbe Sinn. Aber er sagt nicht, mach das Licht aus. Er sagt, mach die Kamera aus. Und Kamera aus heißt Kamera aus. Es ist echt schlimm. Es ist einfach echt nur schlimm. Naja gut, okay. Schwarzbild, weil Kamera aus. Plötzlich hören wir einen Schrei. Nee, Moment, die Kamera ist doch aus. Ich will jetzt nicht weiter drauf rumreiten, aber egal. Also, ja. Also wir hören ein Mädchen, einen ganz klaren Mädchenschrei. Einer von den beiden sagt, das war Jasmin. Ach was? Ich dachte, es war Mandy. Oder Angela. Oder Marianne. Oder was weiß ich wer, verdammte Axt. Oder eine von den anderen zahlreichen weiteren weiblichen Protagonisten dieses Filmes. Die mir aber dann doch irgendwie entgangen sind, offenbar. Mann, ey. Naja, plötzlich brüllt
Tobias aus der Ferne, weil er irgendwie vorausgerannt ist oder was, ne? Und man hört irgendwie, das Bild geht wieder an, also Oliver schaltet offenbar die Kamera wieder an. Und wir sehen halt eben, Jasmin liegt am Boden unter so einer Art Zelt aus Holzstöcken, so geformt, so dreieckig, so wie so ein Indianer-Tiki oder was, aber aus ganz vielen Holzstöcken. Ohne dass jetzt noch was drüber gespannt ist oder was, sondern eben nur Holzstöcke. Und da liegt die halt irgendwie drunter, Jasmin, und also liegt halt eben am Boden, im Laub. Und Oliver sagt und weiß sofort, sie ist tot, sie ist tot. Woher weißt du das? Hast du einen Puls gefühlt? Oder irgendwas gemacht? Hat sich irgendwas, gibt es an dieser Szene irgendetwas, das sich annehmen lässt, dass die jetzt tot ist und nicht nur bewusstlos? Nö, die ist tot. Tobias bockt sich hier noch drüber und sagt noch ein paar Mal Jasmin, Jasmin, und dann ist sie wohl, die reagiert nicht, die ist tot. Ja, so schnell kann man nicht sterben in diesem Film. Das geht hier richtig zur Sache in den Streifen, oder? Alter Falter. Ja, gut, auf jeden Fall kriegt Tobias in dem Moment, wo er realisiert, okay, Jasmin ist tatsächlich offenbar tot, wieder ein Brüllkrampf und brüllt dann halt eben dieses Schwein, diese verdammte Sau. Also er meint dann mit den Axtmörder. Und husch kommt dieser auch direkt aus dem komischen Zeltgedöns raus und schlägt mit einer Axt nach Tobias, der sofort flieht, und auch Oliver flieht sofort. Dazu muss ich, zu dieser Szene muss ich sagen, ich habe das nicht kapiert. Ich musste wirklich 5-6 Mal zurückspulen und habe dann wirklich auf Pause gemacht. Und man kann, wenn du bei mir auf dem DVD-Player Pause machst und dann Vorspulen drückst, dann läuft der Film ganz langsam. Das funktioniert bei mir. Und dann konnte ich erst sehen, dass da jetzt ein Typ rauskommt mit Kapuze und mit einer Axt in der Hand. Weil unter normalen Umständen, als normale Szene, geht das so schnell, dass er plötzlich aufspringt und wegrennt, dass du erst denkst, also jetzt vor was hat er sich denn jetzt erschrocken? Oder muss er plötzlich ganz dringend kacken? Ich habe es erst nicht kapiert. Und er rennt einfach nur weg und der andere dann auch. Und hä, was war denn da, verdammt? Oder ist Jasmin jetzt plötzlich untot aufgestanden oder was? Oder ist irgendwo ein UFO gelandet? Ich habe es nicht mitbekommen. Ich musste erst auf Pause gucken und hab dann gesehen, aus diesem komischen Stockzelt-Dings kommt jemand. Geil gefilmt, Freunde. Was soll der Scheiß? Ernsthaft? Naja, gut. Oliver flieht jedenfalls in eine andere Richtung als Tobias, ne? Und hört Tobias in der Ferne brüllen, weil er hat das Brüllen für sich entdeckt. Und Weilchen später ruft er dann immer Tobias, Tobias! Und der antwortet auch aus der Ferne, aber keine Sau versteht, was er überhaupt sagt. Sagt er jetzt auch irgendwie Oliver oder ich bin hier? Ich hab's nicht verstanden, man hört es nicht, es ist zu weit weg und einfach nur aus der Ferne. Gut, okay, dieser Entfernungssound, der funktioniert in diesem Fall tatsächlich. War aber jetzt überhaupt nicht gruselig oder so. Es war einfach nur, hä? Was hat er gesagt? Ja, gut, okay. Gut, ja, plötzlich fällt die Cam runter zu Boden, so seitlich, bleibt auf dem Laub liegen. Ne, man sieht irgendwie noch so ein paar Blätter. Und noch ein letztes Mal hört man Oliver rufen, Tobias! Cut. Jetzt geht's dann weiter und wieder im Verhörraum sitzt wieder Tobias und ihm gegenüber dieser Verhörtyp. Und man fragt sich, wie ist Tobias denn da jetzt rausgekommen? Offenbar wurde er doch von einem Axtmörder gejagt, oder? Naja gut, jedenfalls sitzt er jetzt da. Und er erkundigt sich ja halt eben, ne, was ist denn mit Oliver, was ist mit Stefan? Und der komische Verhörer oder was, dieser Polizist oder was das auch immer dann sein soll, sagt er halt eben, also lässt er halt eben, vermittelt ihm halt, dass sie es nicht geschafft haben, dass sie halt tot sind. Ne? Und na gut, Tobias sagt dann halt eben, ja gut, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann möchte ich jetzt nach Hause gehen. Und der Typ sagt dann auch, ja gut, können Sie machen, aber halten Sie sich für, oh, sorry, oh, wir haben Rülpsen, Alter. Halten Sie sich für weitere Fragen bereit und Tobias geht dann nach Hause. So, dann sehen wir, nachdem die Tür zu ist, wie der Verhörer zum Videogerät geht und die zweite Kassette einlegt. Da ist ja auch noch was drauf, ne? Die hat er ihm also vorenthalten, was da denn noch so drauf ist, wo auf der zweiten Kassette ist. So. Und da sehen wir dann auch nur ganz, ganz kurz. Moment. Irgendwas hat mich heute im Hals. Wahrscheinlich kommt mir der Film gerade hoch. Aber egal. Man sieht halt eben, wie Oliver die Cam anmacht. Und jemand kommt auf ihn zu aus dem Wald, irgendwie ein Typ, ne? Und Oliver sagt noch, Gott sei Dank, holen Sie mich heraus, bitte. Und plötzlich sehen wir, der Typ, der auf ihn zukommt, ist dieser Verhörer aus dem Verhörraum und schlägt mit der Axt zu. Klapp, Schneebild. Also das ist der Killer. Der Verhörer. Also der Cop.
Hä? Was? Ja. Okay, nee, ich hab's nicht kapiert, tut mir leid. Aber egal. Gut, es geht noch weiter, denn danach kommt wieder im Verhörraum, nach dieser zweiten Kassette, die ist dann zu Ende halt, weil mehr kommt ja nicht, weil der Kameramann ist jetzt tot, ne? Sieht man den Verhörer wieder, wie er dann halt eben die Kassette rausnimmt wieder, der Mörder. Und der Waldopa, der kommt dann irgendwie dazu. Ich glaube, er war das. Ich habe das nicht so erkannt, weil im Dunkeln sah er ein bisschen anders aus, glaube ich. Aber ist egal. Ich denke mal, der sollte das wohl sein. Und der Mörder, also der Verhörer, / Mörder, fragt dann: Denkst du, er weiß Bescheid? Und der Opa sagt dann: Das spielt keine Rolle. Wir müssen ihn loswerden. Und der Axtmörder sagt dann wieder: Ich kümmere mich darum. Einblendung, Schwarzbild, a few days later. Ihr wollt den Film doch wohl nicht international vertreiben, oder? Aber ihr Leute, unser Ruf ist durch Hitler schon schlimm genug geschädigt. Na gut. Ja, da sehen wir jetzt halt eben einige Tage später. Tobias sitzt irgendwie in seiner Butze und guckt Fernsehen und macht sich Chips zurecht und O-Saft, was soll das? Minutenlang. Dann kriegt er noch einen völlig belanglosen Anruf. Was soll der Scheiß? Interessiert mich nicht. Ist völliger Bullshit und langweilig. Ich frage mich, was soll denn das? Was kommt denn da jetzt noch, Herrgott? Dann hört er nach diesem Anruf plötzlich ein Klirren irgendwie aus dem Keller kommen. Was ist das denn? Ja, dann will er halt eben oben an der Kellertreppe das Licht anschalten. Klick, 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 klick. Geht nicht. Muss ich eine Taschenlampe nehmen? Also geht er mit Taschenlampe runter in den Keller. Nachsehen, was dann da ist. Im Keller hört man dann mehrmals, ich weiß, ich habe es nicht gezählt, wie oft, dieses Schlagen, klong, 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 klong. Es wird immer lauter, immer ein bisschen lauter. Und dann kommt irgendwie ein Typ mit Kapuze auf und mit einer Axt in der Hand, taucht plötzlich auf und greift Tobias an. Ja, es gibt dann halt eben eine kurze Verfolgungsjagd. Tobias will aus dem Haus fliehen, aber die Wohnungstür ist von innen verriegelt. Scheiße, was mache ich jetzt? Naja, schnell nach oben. Irgendwie eine Waffe suchen oder instinktiv. Ist ja so, man rennt dann sofort weiter. Also rennt er die Treppe rauf ins Schlafzimmer und will sich da offenbar im Kleiderschrank verstecken, macht diesen auch auf und da fällt ihm plötzlich die Leiche von Stefan blutbesudelt entgegen. Fängt ja auch kurz auf, sagt du Scheiße und fällt aber dann zu Boden halbwegs da mit der Leiche. Im nächsten Moment kommt der Axtmörder rein, es kommt kurzes Handgemenge und in diesem Handgemenge kann Tobias dem Axtmörder die Axt entreißen und rennt damit wieder runter und zur Tür raus, zur Wohnungstür. Was? Die war doch gerade eben abgeschlossen. Wieso ist sie jetzt plötzlich offen? Ja, und das ist der große Plot-Twist. Denn kaum steht Tobias im Freien mit der Axt in der Hand, blutbeschmiert von der Leiche von Stefan, meine ich. Nicht Tobias, ich habe gerade gesagt, die Leiche von Tobias, ne? Die Leiche von Stefan. Steht er da und draußen steht der Axtmörder in der Mitte und um ihn herum ganz viele Polizisten. Und dann sagt der Axtmörder irgendwie, na, ich hab's doch gleich gesagt, er hat die alle umgebracht und unter dem Vorwand mit der Schlangenexpedition oder was, hat er die halt eben alle in den Wald gelockt, um sie abzumetzeln, die Leute. Und er ist der Täter. Weil er hat ja die Axt in der Hand, also sind seine Fingerabdrücke auf der Axt, dass da noch andere Fingerabdrücke drauf sind, interessiert ja keinen. Und er hat da die Leiche in seinem Haus, die ja noch vermisst wird. Wie der hinkommt, interessiert ja keinen. Und dass das alles gefilmt wurde, ist natürlich verschwunden. Und ja, what the fuck, dann wird er halt eben eingelocht. Ende. The Dark Area. So ein... Also wenn ich... Mir fehlen, wie ihr merkt, mir fehlen die Worte. Ich habe das mal gehabt in meiner Zeit als Maler und Lackierer auf dem Bau. Da haben wir oft in Kiel gearbeitet. Da fährt man ja mit einem Firmenbus gut eine halbe Stunde fährt man da damals noch hin. Jetzt haben wir ein kleines Stückchen Autobahn mit drin. Da geht das sehr viel schneller. Damals war es noch 30 bis 45 Minuten, bis wir auf dem Bau waren. Und wenn du dann morgens deinen Kaffee trinkst, was ich mittlerweile überhaupt nicht mehr tue, weil ich muss davon das tun, worum es jetzt gerade geht bei der kleinen Geschichte, die ich euch gerade erzähle. Ich muss davon nämlich kacken. Ja, sorry, aber das ist das Niveau dieses Films, das passt so toll gerade. Und ich habe es wirklich einen Morgen gehabt, wir mussten halt eben, es war Winter und ich musste ganz dringend, aber erst dann, wenn du losfährst, vorne im warmen Bus sitzt, es vibriert so schön und wackelt so ein bisschen, dann wird das alles so richtig schön durchgeschleudert, ne? Und dann denkst du dir, na gut, okay, es gibt ja ein Bauklo, kannst du ja da auf den Dixie gehen oder was. So, jetzt kamen wir das erste Mal auf eine riesengroße Baustelle. Da haben wir von außen die Wärmedämmung gemacht. Eine riesengroße Baustelle, mehrere Bauten und irgendwo ganz verloren stand ein Dixie und ich musste es finden.
Und es kniff schon, als wir gerade mal die Stadtgrenze von Kiel erreicht hatten. So, ihr könnt euch vorstellen, was sich aus mir entladen hat, als ich endlich das Dixi-Klo erreicht habe. Unter stärksten Schmerzen, ohne Scheiß. Ich dachte schon, ich muss ins Krankenhaus, so schlimm ging es mir da. Das habe ich auch nie wieder später gehabt, sowas nochmal. So, warum erzähle ich euch diesen Scheiß? Ja, weil das Rauspressen, dieses harten Stück Scheiße, ja, kommt dem Gefühl gleich, das man hat, wenn man dieses Ende dieses Filmes sieht. Auf Teufel komm raus, müssen wir jetzt noch irgendeine krasse Wendung einbauen. Und da wir überhaupt nicht kreativ sind und überhaupt keine Ideen haben, ist dabei so ein Haufen Bullshit rausgekommen, dass es einfach nur wehtut. So, so viel zu The Dark Area und dem Plot Twist. So, gut. Fakten. Originaltitel The Dark Area, Herstellungsland Deutschland. Herstellungsjahr 2000, Regie Oliver Hummel. Und ich recherchiere ja immer, was er denn noch so gemacht hat. Und da dachte ich hier echt, ich gucke nicht richtig. Er hat nämlich genau zwei Filme gemacht. Erstmal The Dark Area, wo er übrigens auch als Darsteller mitmacht. Wen hat er wohl gespielt? Nein, er hat doch nicht etwa den Oliver gespielt, oder? So, und außerdem hat er gemacht Marienthal, State of Emergency. Hä, was? Kennt ihr nicht? Ja, macht nix. Ich habe diesen aber mal kurz angesprochen. In einem Sammelvideo auf meinem Kanal. Ich glaube, es war sogar eins meiner ersten Videos auf meinem Kanal ever. Das ist der hier. Den habe ich auch noch sogar. Weil ich den gut finde. Es ist zwar auch ein Amateurfilm, aber er ist handwerklich wirklich in Ordnung. Hat interessante, gute Kamerafahrten und Perspektiven. Die Darsteller sind Amateurdarsteller. Übrigens auch viele aus, aus diesem Film, Dark Area, machen hier mit. Kommen hier auch gleich noch zu. Und ja, aber es ist alles irgendwie brauchbar und spannend, war ein guter, brauchbarer Thriller mit einem ganz netten, fiesen Ende sogar und so. Ne, da gehen halt welche, diesen Bunker im Marienthal gibt es tatsächlich, diesen Atombunker, und da gehen halt irgendwie Leute, sechs Leute, glaube ich, für ein paar Tage lassen sie sich da einsperren. So Big Brother-like. Das wird über Kameras überwacht. Und das ist kein Found-Footage-Film, das ist richtig einfach als Thriller gefilmt. Und dann geht das, irgendwie einer von denen scheint ein Mörder zu sein und die anderen umzubringen. Jetzt geht das Ratespiel los, wer ist es denn? Wirklich ohne Scheiß, qualitativ um Meilen, um Galaxien besser als das Erstlingswerk von Oliver Hummel. Möchte ich an dieser Stelle nur mal erwähnt haben, weil ich habe den behalten, den Film. Das soll schon was heißen. Na, also, naja, wenigstens hat er nur was dazugelernt. Mehr hat er aber auch nicht gemacht. Also nach Marienthal, State of Emergency, kam dann auch nichts mehr. Bisher. So, Darsteller kann ich hier keinen nennen, die machen nämlich alle nur hier mit, und zwei von ihnen, André Horsten und Stefan Lammert, also André und Stefan aus dem Film hier, sind eben auch in Marienthal, in dem Film Marienthal State of Emergency zu sehen. Und das war's. Mehr Infos gibt's da jetzt nicht. Gut, dann haben wir hier noch Extras, sind hier einige drauf, wie gesagt, auf der Special Edition 2 DVD, irgendwas wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr drauf sein. Aber hier sind schon 28 Minuten 38 Sekunden an Extras drauf. Und zwar ein Making of Enter the Darkness. Also der Film wurde offenbar wirklich unter diesem Titel international vertrieben, ich weiß es nicht. Furchtbar, der Gedanke. Eine Deleted Scene, verdammter Wald, 3 Minuten lang, eine 3 Minuten lange Waldraschel-Szene, vermute ich habe sie nicht angeguckt. Tut mir leid. Ich habe dann auch eine Grenze. Sorry. Das sind irgendwie noch 3 Minuten Outtakes dabei. Ein Musikvideo Far From Home. Jo, wer war denn das? Was war das für eine Band? Habe ich gar nicht geguckt jetzt. Aber ist auch egal. Dann ist da noch Dark Area Trailer drauf. Und ein Dark Area Teaser. Ich werde hier den Trailer auch in die Infobox tun. Und Produktionsnotizen in 2 Textseiten sind dabei. Und Cast and Crew 1 Textseite. Jo, gut. Dann könnt ihr, wenn ihr den Film hier mal googelt auf YouTube, findet ihr in 4 Teilen ein Dark Area Fast-Paced Fan-Cut. Oder so. So ähnlich heißt es, glaube ich. Und wie gesagt, in 4 Teilen den Film The Dark Area, und jeder Teil geht unter 10 Minuten. Also hat man ihn runtergekürzt auf ungefähr 1/2 Stunde Laufzeit. Und dann ist er vielleicht irgendwie brauchbar. Ich habe es mir nicht angeguckt, ich werde es mir auch nicht angucken. Aber wer die Muße hat, kann das ja vielleicht mal tun. Da werden dann wohl die gehaltvollsten Szenen zusammengeschnitten sein und das ganze Waldgeraschel und Dunkelgewackel und die ganze überflüssige Kacke einfach weg. Und nur die Dialoge zusammengeführt oder so, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Das interessiert mich auch nicht. So, damit ist meine Pflicht erledigt. Ich habe noch ein 1/2 Bier. Was machen wir denn mit der offenen Zeit noch? Wie lange noch fürs Video schon? Erst knapp über 1 Stunde.
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Was machen wir jetzt noch? Nein. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende. Ja, wie gesagt, The Dark Area für Found-Footage-Fans. Finger weg, wirklich. Ohne Scheiß, das Film geht gar nicht. Da rate ich tatsächlich eher zu dem unglaublich beschissenen Monster von The Asylum, als zu dem hier. Ich habe wirklich im Found-Footage noch nichts Schlechteres gesehen. Nichts! Nichts Schlechteres. Im Found-Footage-Bereich. Nichts Schlechteres, wirklich. Und ich habe viel Found-Footage gesehen. Und ich rede nicht nur von Hollywood-Produktionen oder überhaupt offiziell vertriebenen Produktionen. Aber das steht auf einem anderen Blatt und kommt auch noch an anderer Stelle von mir und mehr zu. Gut, also ja, gut. Was kann man noch sagen? Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Das fängt ja jetzt gerade an. Wir haben ja jetzt mittlerweile seit 40 Minuten Samstag. Und ja, lasst es euch gut gehen. Mein nächstes Video wird dann halt eben auch noch an diesem Samstag oder, ich weiß nicht, wie ich es zeitlich schaffe, erst Sonntag kommen. Das ist dann dieses Unboxing, hoffe ich. Und ja, dabei wünsche ich euch dann jetzt schon mal viel Spaß und sag bis zum nächsten Video. Wir sehen uns wieder und bis dahin. Farewell. So, jetzt bin ich so richtig herrlich angepisst. Passt doch bestens. Ja, das ist jetzt leider schon ein bisschen spät draußen. Es ist ein bisschen spät draußen. Was rede ich denn da? Nochmal.